Die offene Gesellschaft. Ein Schlagwort, das heutzutage genauso gerne gebraucht wird wie Demokratie, freiheitlich-demokratische Grundordnung, liberal, tolerant und so weiter. Und wenn die Leute solche Begriffe wie Flaggen vor sich hertragen, um zu signalisieren, auf welcher Seite sie stehen, dann lohnt es sich mal zu hinterfragen, wo sie überhaupt herkommen und welche Philosophie dahinter steht. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Man sagt ja oft, ach, wären wir so wie die Bienen oder die Ameisen, die leben in so einem ganz kommunistischen System in ihren Staaten. Alle arbeiten fleißig, jeder hat seine Aufgabe, um jeden wird sich gekümmert. Es geht jedem um das größere Ganze, das Gemeinwohl, den Bienenschwarm oder den Ameisenhaufen. Aber der böse, egoistische Mensch ist wohl nicht dafür geschaffen, so harmonisch im Wald zu leben. Er ist seinem Mitmenschen ein Wolf. Aber dabei vergisst man leicht, dass so ein Ameisenstaat ein ziemlich stabiles, aber unveränderbares, totales, geschlossenes System ist. Eine geschlossene Gesellschaft sozusagen, um mit Sartre zu reden. Die offene Gesellschaft hingegen ist eine, die sich verändern kann. Sie ist nicht von vornherein festgelegt und in ihr ist auch nicht festgelegt, welche Aufgaben die Individuen jeweils zu übernehmen haben, wie bei den Bienen oder bei den Ameisen. Sie gibt kein eindimensionales Ziel vor, das die Gesellschaft verfolgen soll und damit auch alle Individuen verfolgen sollen. Die geltenden Regeln bilden sich dabei im demokratischen Diskurs. Geschlossene Gesellschaften hingegen haben eine sehr starre Struktur, weil sie Angst vor Veränderung haben. In diesem Klassiker der Philosophiegeschichte untersucht nun Karl Raimund Popper die Dichotomie zwischen offener und geschlossener Gesellschaft. Und Popper hat dieses Werk im März 1938 beschlossen zu schreiben, an dem Tag, an dem er die Nachricht erhielt, dass die Nazis in Österreich einmarschiert waren. Und er beendete das Werk 1943. 1938 bis 1943. Das war fucking gestern im Grunde genommen. Das sagt natürlich viel über Poppers Motivation aus, denn ab 1937 war er, als in Wien geborener Jude, vor den Nazis nach Neuseeland geflohen. Und nun, 35, 36 Jahre alt, auf dem Höhepunkt seiner Kräfte, sah er sich eben in seiner Beschäftigung mit der Wissenschaftstheorie unterbrochen und gezwungen, Hitlers frühe politische und militärische Triumphe zu erleben. Es ging Popper darum, den Reiz totalitärer Ideen zu verstehen und auch erklären zu können und dann alles Mögliche zu tun, um sie zu untergraben und auch den Wert und die Bedeutung der Freiheit im weitesten Sinne zu propagieren. In der Geschichte der Menschheit, wer hat da die bedeutenden Veränderungen verursacht? Hammurabi, Cäsar, Karl der Große, Napoleon, Hitler oder der Adel, der Klerus, das Proletariat? Also entweder denken wir an berühmte Führerpersönlichkeiten oder an die herrschenden Klassen, aber deren Verhalten hat nichts mit uns als einzelnen Menschen zu tun. Wir selber scheinen ohnmächtig gegenüber dem Walten der Mächte. Wir sind den großen Führern oder auch den großen Massen schicksalsergeben ausgeliefert. Der Einzelne ist eine unwesentliche Figur im Lauf der Weltgeschichte. Und noch mehr, in dieser Sichtweise ist es auch so, dass der Ablauf der Geschichte bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Was für eine vermessene Grundhaltung ist das denn? Gesetzmäßigkeiten, aus denen sich wiederum Schlüsse für die Zukunft ziehen lassen. Weil man im Ablauf der Geschichte Gesetzmäßigkeiten ausmachen kann, erkennen kann, kann man dann auch für den weiteren Verlauf, also für die Zukunft, planen. Das heißt aber zugleich, der Einzelne ist ohnmächtig. Auf die großen Dinge kommt es an. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Diese Denkweise nennt Popper den Historizismus. Dieser Historizismus, diese Ideologie, zieht sich durch die gesamte Geschichte und hat ihre dramatischste Ausformung durch Karl Marx erhalten. Doch die historizistische Methode führt nicht nur in den Sozialwissenschaften zu ziemlich dürftigen Resultaten, sie ist auch politisch unglaublich schädlich. Was ist nun eine geschlossene Gesellschaft? Man kann sich dem am besten nähern, wenn man sich die Urform der geschlossenen Gesellschaft ansieht. Die Stammesgesellschaft.
In der archaischen Zivilisation gab es immer wieder Stammesgesellschaften, die bestimmt waren vom magischen Denken. Magisches Denken bedeutet, die Welt ist beseelt, die Materie ist belebt. Das Wort, das menschliche Wort, kann sie gestalten, wie durch einen Zauber oder einen Fluch zum Beispiel. Die Natur und auch die sozialen Gebräuche unter den Menschen werden von festen Regeln und wiederkehrenden Gesetzmäßigkeiten dominiert. Also das Walten der Elemente, der Ablauf der Tageszeiten, der Jahreszeiten und andere zyklische Erscheinungen in der Natur auf der einen Seite und auf der anderen Seite im sozialen Leben, also die Rituale mit ihren festen Abläufen im Jahr. Alles ist dabei nur der Ausdruck eines übermächtigen Willens und das gibt ihm einen Wert. Das heißt, eine geschlossene Gesellschaft hat eine Erzählung, einen Sinn, ein geschlossenes Weltbild. Alle Dinge in ihr, in der geschlossenen Gesellschaft, sind auf ein bestimmtes Muster hin ausgerichtet. Wer dagegen verstößt, der verstößt eben gegen ewig gültige Weltgesetze. Heute wären das vielleicht zum Beispiel Gesellschaften, die sich die materielle Gleichheit oder kulturelle Identität oder die nationale Einheit zum Ziel setzen. Auch die Mythen sind Teil dieses Denkens einer geschlossenen Gesellschaft. Wer nicht wie der Urtypus, der Archetyp sozusagen, handelt, der verstößt gegen ewig gültigem Muster und der kann nicht Teil der geschlossenen Gesellschaft sein. Well, judging by his outlandish attire, he's some sort of free-thinking anarchist. Im Gegensatz dazu steht nun eine offene Gesellschaft. Jedes Individuum muss sich in ihr persönlichen Entscheidungen stellen und versuchen, die bestehenden sozialen Schranken eben zu durchbrechen oder zumindest zu hinterfragen. Die Erzählungen, die wir in Romanen und Dramen oder auch Filmen haben, von Einzelgängern, die sich gegen das überkommene Gesetz auflehnen, die sich dem Gesetz stellen, von Rebellen, die sich eben in der Revolte befinden, gegen die göttliche oder auch die staatliche Ordnung, das sind eben Erzählungen des Individualismus einer offenen Gesellschaft. Und diese offene Gesellschaft verfolgt dementsprechend kein übergeordnetes Ziel, kein festgelegtes Ziel, auf das all ihre Teile ausgerichtet sind. Okay, Stammesgesellschaften sind geschlossene Gesellschaften, das mag einleuchten, aber seit dem Übergang zur Antike gibt es in Europa, im Westen, immer weniger Stammesgesellschaften. Die antike Zivilisation ist ja eben keine Stammesgesellschaft mehr und noch weniger sind unsere heutigen Gesellschaften im Westen Stammesgesellschaften. Man sollte also meinen, dass wir das Denken der geschlossenen Gesellschaft überwunden haben und dass es heute keine Rolle mehr spielt. Aber Popper versucht zu zeigen, dass sich unsere Zivilisation noch immer nicht von ihrem Geburtstrauma, wie er es nennt, erholt hat. Vom Trauma des Übergangs aus der Stammesgesellschaft oder der geschlossenen Gesellschaft in die offene Gesellschaft. Also des Traumas des Abschieds von magischen Kräften, die den Himmel auf Erden versprechen, zur offenen Gesellschaftsordnung, die eben die kritischen Fähigkeiten des Menschen in Freiheit hochhält. In den reaktionären Bewegungen, auch heute noch, kann man natürlich sozusagen eine Sehnsucht nach dem geschlossenen Weltbild sehen, weshalb man dann für eine Rückkehr zur Natur zum Beispiel oder eben zur Stammesgesellschaft plädiert. Wir sehen diese Sehnsucht aber auch ausgedrückt in Filmen, wie zum Beispiel Der mit dem Wolf tanzt oder Avatar. Die Navi zum Beispiel sind auch eine geschlossene Gesellschaft. Und in politischen Bewegungen natürlich, die eben zum Beispiel zurück zur Natur wollen oder auch zur kulturellen Einheit, die verloren gegangen ist, zur Homogenität, die verloren gegangen ist, zum Kollektiv, Bewegungen, die den Wandel ablehnen, weil er Unsicherheit bringt. Und auch in der Philosophie gab und gibt es immer wieder groß angelegtes Systemdenken, staatstheoretische Utopien, die die Unsicherheit der offenen Gesellschaft zugunsten der Stabilität und ja, auch der Berechenbarkeit einer geschlossenen Gesellschaft, wo man alles planen kann, auflösen wollen. Das sieht man dann nach Popper vor allem an einem der Begründer der politischen Philosophie, Plankton. Das hast du aber falsch gesagt, auf die falsche Art und Weise. Platon natürlich und an dessen Staatsmodell. Denn Platons Vorstellungen haben die Konzeptionen von Staaten jahrtausendelang dominiert und sie tun es heute noch, wie wir vielleicht gleich sehen werden. Platon war der Demokratie gegenüber äußerst kritisch eingestellt. Sein Lehrer Sokrates im demokratischen Athen wurde er zum Tode verurteilt. Platon selbst war von Zensur und Gefängnis bedroht.
Und vor diesem Hintergrund ist seine politische Weltsicht vielleicht etwas verständlicher zu machen, die eben gesellschaftliche Veränderung nicht anders werten kann als Verschlechterung. Verschlechterung der bestehenden Verhältnisse. Nun, Veränderung wird im platonischen Weltbild und auch später stets als Chaos empfunden, als Zerstörung. Und gänzlich verstehen lässt sich Platons Sicht auf Gesellschaft, auf Staat und auf Politik eigentlich nur vor dem Hintergrund seiner Ideenlehre. Diese beruht ja auf dem Gedanken, dass jegliches Ding, das wir betrachten können, eine Pflanze, ein Stein, ein Buch, ein Haus, auch ein Mensch, von der einen ursprünglichen Idee des Dinges abgeleitet ist. Diese, die alleingültige Form, ist unsichtbar und unerreichbar. Jede tatsächliche Ausprägung der Form, also die einzelnen Dinge in der Materie, unterscheiden sich von der Idee in einem gewissen Maße. Sie sind eigentlich nur ein Abklatsch von der Idee. Und im Hinblick auf den Staat... Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview. Bedeutet das, dass natürlich auch jeder tatsächlich existierende Staat von dem idealen Staat mehr oder weniger weit entfernt ist. Und da der ideale Staat sich dadurch auszeichnet, dass in ihm keine Veränderung stattfindet, kann sich eben ein real existierender Staat durch jede Form von Veränderung nur vom Ideal entfernen. Und deshalb muss Platons Staat, um den Status quo aufrechtzuerhalten, notwendigerweise ein starrer, autoritärer Staat sein. In dieser stabilen Struktur ist nun das Wichtigste die Gerechtigkeit. Was aber ist Gerechtigkeit? Was ist sie von ihrer Idee her? Das kann nur der Philosoph erkennen, weil nur er die Ideen schauen kann. Um wirklich Erkenntnis zu bekommen, braucht man objektive Dinge. Und für den Philosophen besteht die wahre Gerechtigkeit darin, dass jeder Teil das tut, was ihm zukommt, was er am besten kann, wozu er am geeignetsten ist. Die Nase soll riechen, die Füße sollen laufen, andersrum wäre es auch ziemlich doof. Und im Staat sollen eben die Bauern für die Ernährung sorgen und die mutigen und tapferen und starken Menschen sollen für die Verteidigung und die weisen Menschen sollen eben dann für die Führung sorgen, die sollen alles lenken, das Philosophenkönigtum. Karl Raimund Popper nennt Platons Ansichten abstoßend und geradezu erschreckend. Denn der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, sagt Popper, produziert stets die Hölle. Sokrates selber wäre in Platons idealem Staat als Aufrührer hingerichtet worden, sagt Popper. Und Platon ist der erste und einflussreichste Theoretiker dieser geschlossenen Gesellschaft gewesen. Eine geschlossene Gesellschaft, in der es keine gewaltlose Veränderung geben darf und in der auch die Eliten diktatorisch herrschen. Platon war für Popper der erste große politische Ideologe, der in Klassen und Rassen dachte und Konzentrationslager vorschlug. Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden. Kriege ich richtig die Krise. Nun, die Philosophen planen, lenken, herrschen, und zwar autoritär. Wenn du der Ansicht bist, es gäbe ein gewisses Ideal, wie die Gesellschaft beschaffen sein sollte, und zur Verwirklichung dieses Ideals müssen nun mal die Interessen des Einzelnen geopfert werden. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wer hat das nochmal gesagt? Ich glaube, das war der Stalin. Dann bist du auf dem besten Weg in den Totalitarismus. Und wenn wir heute Elemente der Planwirtschaft haben in unseren Staaten, dann steckt da noch immer die Idee des Weißen... das hast du mal falsch gesagt, auf die falsche Art und Weise. ...des weisen Herrschers drin, der besser für seine Untertanen weiß, was gerecht und gut ist, als sie es selber hinkriegen würden. Das Wichtigste ist, allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemandem volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt ist selbst von Übel und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben. Also ein staatliches Schulsystem, Quotenregelungen, Mindestlöhne, Mietpreisbremsen, staatliche Infrastruktur, Umverteilung, staatliches Währungssystem mit Zentralbank und mit Leitzinsen.
Alles Elemente staatlicher Planung und Herrschaft. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Auch das ist eine Form des Historizismus. Herr Exzellenz, aus der Geschichte lassen sich Gesetzmäßigkeiten ableiten, die der Staat dann für seine Ganzheitsplanung nutzen kann. Platons Theorie der Eliten herrscht auch heute noch vor. Man will regiert werden, aber bitte von Menschen, die sich auskennen. Also die über mein Leben besser entscheiden können als ich selbst. Nur zu alt sollten die Herrscher nicht sein. Ich will, dass jemand für mich entscheidet, der nicht in 20 Jahren an Diarrhoe stirbt. Auf einer ganz anderen Ebene sehen wir das aber auch, nämlich in dem Narrativ des Untergangs des Abendlandes. Ich habe da ja schon mal Videos zu Oswald Spenglers berühmter Schrift und zu Michel Onfrays Buch Niedergang gemacht. Und in der letzten Zeit gibt es sowieso wieder mehr Untergangsbücher. Hinter der Vorstellung des Niedergangs, der Dekadenz, steckt oft eben auch die Vorstellung, dass dort ein Gesetz des fortlaufenden Niedergangs am Werk sei. Und so ist es auch bei Platon. Mit jeder Veränderung, die ein Staatswesen durchläuft, entfernt es sich vom idealen Staat. Jede Veränderung ist negativ. Platon war ein Propagandist der Verfallstheorie der Gesellschaft. Alles, was die Gesellschaft verändert, auch zum Beispiel neue Kunst, neue Umgangsformen, neue Lebensverhältnisse, eine Liberalisierung der Lebensverhältnisse, neue Familienmodelle, alles das degeneriert, es entartet, es führt zu Dekadenz und Verfall. Und das ist das Gefährliche am konservativen Denken. Es kann sich eines Narrativs bedienen, in dem Innovationen per se als schlecht bewertet werden, weil es unsicher ist, wohin sie führen. Wer weiß, ob dann die Gesellschaft noch besteht, wenn diese neuen Formen erst einmal Wirklichkeit geworden sind. Und dann kann es den Staat benutzen, diese vermeintlich schädlichen Einflüsse abzuwenden. Wenn ich zum Beispiel für eine gesetzliche Quote für deutschsprachige Musik im Radio bin, weil mir die Innovation dieser neuartigen Negermusik entartet vorkommt. Nee, entartet muss ich auch so machen. Der Staat soll ein bestimmtes herkömmliches Familienbild schützen und fördern. Die anderen Familienbilder sollen erschwert werden, weil er als Ziel die Erhaltung des Volkes hat, der Staat, oder haben soll. Die Horde soll geschützt werden vor feindlichen Einflüssen oder Gefahren. Man sieht darin natürlich auch schon die Gefahr des Totalitarismus angelegt. Alles wird einem bestimmten Zweck unterworfen. Jedes kleine Detail des Lebens in einer Gesellschaft muss kontrolliert und auf seinen Wert für das Gemeinwohl hin überprüft werden. Der Mensch ist darin eben nur ein Teil einer großen Gruppe, eines Kollektivs. You will live in a gulag with a human face. Popper kritisiert diese Vorstellung in einem kurzen Gespräch mit Helmut Schmidt aus dem Jahr 1992. Es gibt übrigens, fällt mir ein, in der Verfassung meiner Vaterstadt Hamburg, eine eigene Verfassung, geschrieben 1952. Da gibt es in der Präambel den Satz: Jedermann ist sittlich verpflichtet, zum Wohl des Ganzen beizutragen. Ein Satz, der natürlich sehr missbraucht wurde von den Nazis. Ja, und auf der anderen Seite ein Satz, der sich an Kant anschließt. Natürlich, der notwendig ist. Ich würde statt sichtlich verpflichtet lieber sagen, jedermann hat eine entscheidend große Verantwortung dafür, dass sein Leben auch Einfluss hat auf alle anderen. Ja. Das wäre mir lieber, das so zu formulieren, aber es ist natürlich dasselbe. Ja, Ihre Formulierung ist schwieriger zu missbrauchen. Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft. Die Volksgemeinschaft, die klassenlose Gesellschaft, die Diktatur des Proletariats. Nach dem Grundsatz, Gemeinwohl geht vor Eigennutz oder du bist nichts, dein Volk ist alles im Nationalsozialismus. Beziehungsweise vom Ich zum Wir in der DDR. Oder auch die Gemeinschaft der Gläubigen in Gott, im religiösen Fundamentalismus, in einem Gottesstaat sozusagen. Dieser Kollektivismus bedingt die Unterdrückung des Individuums und den Verlust der persönlichen Freiheit. When I with my friend take over, you go to Gulag. Er ist nur dann gut, wenn er diesem Zweck dient.
die Nation zu befördern, die Reinheit der Rasse zu erhalten, die Volksgesundheit zu verbessern, gottgefällig zu leben, die Gleichheit herzustellen, das Klima nicht zu schädigen. Vor allem beschäftigt er sich auch mit dem Klimawandel. Was macht die geschlossene Gesellschaft also aus? Ihr wesentliches Merkmal ist, dass ihre Vertreter genau wissen, was getan werden muss. Warum verbieten wir das nicht einfach? Das ist doch nicht links. Das ist doch logisch. Wenn wir wissen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, dass ich noch lebe, zu der Zeit, wenn im Meer genauso viel Fisch wie Plastik sein wird, dann müssen wir das doch vermeiden. Das ist doch nicht links. Weil sie ewige Gesetze erkannt zu haben glauben. Und deswegen können sie auch die Verantwortung für die Folgen ihrer Maßnahmen an höhere Mächte, an diese ewigen Gesetze, abgeben. Das ist das Gesetz der Weltgeschichte. Oder es ist eine geschichtliche Notwendigkeit. Oder die Globalisierung verlangt das. Der Kapitalismus verlangt das. Oder heutzutage Studien haben bewiesen, die Wissenschaft hat gesagt. Oder wir wissen doch längst. Wer sich im Besitz der Wahrheit fühlt und sagt, du hast nicht die geringste Ahnung davon, der ist geneigt, zur Zensur zu greifen oder den Dialog zu vermeiden oder zu verhindern, freie Meinungsäußerungen einzuschränken und schließlich Andersdenkende zu verfolgen. Weil deren Meinung ja nicht einfach nur eine Meinung ist, sondern gegen die ewig gültigen Wahrheiten verstößt, also gegen religiöse oder gegen die Wissenschaft. Quasi, dass er ein religiöses Tabu übertritt. Nicht kritische Prüfungen und vernünftige Argumente, sondern dogmatisch gesetzte Einführungen neuer Tabus oder eben durch einzelne oder wenige unverrückbare Machthaber gesetzte Tabus bestimmen dann doktrinär den sozialen Fortschritt. Ideologisch prägend sind hier also der Historizismus, also die Offenbarung der Gesetze aus der Weltgeschichte, der Holismus, die ganzheitliche Steuerung der Gesellschaft, der Essentialismus, also es gibt eine Feststellung des Wesens der Dinge, die Dinge sind so und so, steht fest, der Kollektivismus, die Anpassung und Unterordnung des Individuums unter ein Kollektiv, sowie der Utopismus, also die Vision einer idealen und konfliktfreien Gesellschaft. Ganz ehrlich, werdet erwachsen. Später wurden die Ideen Platons immer wieder aufgenommen, vor allem von Hegel. Fast alle grundlegenden Inhalte der modernen totalitären Ideologien stammen von Hegel, auch wenn es meist nicht seine eigenen Ideen sind, sondern Adaptionen von Platon eben. Georg Wilhelm Friedrich Hegel benutzte Platons Ideen, sagt Popper, um seine Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Unterstützung des preußischen Staates, des reaktionären Systems in Preußen seiner Zeit und die Bekämpfung liberaler Tendenzen. Der Staat ist alles, nach Hegel, der Einzelne nichts. Hegel war folgerichtig auch gegen Englands liberale Verfassung eingestellt zum Beispiel. Für Popper war er vor allem der Vorreiter einer totalitären Moderne. Die Hegelsche Philosophie ist die Renaissance der Ideologie der Horde. Die historische Bedeutung Hegels wird aus dem Umstand klar, dass er gleichsam das Bindeglied, Missing Link, ist zwischen Platon und den modernen Formen des Totalitarismus. In Hegels Konzeption sieht Popper Elemente eines totalitären Staates, die man heute allerdings nicht oder nur versteckt in westlichen Demokratien vorhanden sieht. Der totalitäre Staat nach Hegel muss sich von anderen Staaten abgrenzen. Er hat sie zum Feind und muss sich immer wieder durch Kriege behaupten. Die Tendenz geht ja vielleicht heutzutage eher dahin, die Nationalstaaten aufzulösen in eine Weltstaat. Bullshit, es muss eine Regierung machen. Damit das jetzt von heute auf morgen passiert, müssten alle Regierungen sich darauf einigen, dass man krasse Schritte unternimmt. Weil der Daseinszweck des Staates eng mit Krieg verknüpft ist, wird der meist totale Krieg eben dann als sittliches Ideal propagiert. Der im Krieg erworbene Ruhm stellt das höchste Glück dar. Auch diese Kriegstugendrhetorik ist ja heute im verweichlichten Westen eher verpönt, ebenso wie das heroische Leben. Im totalitären Staat Hegels galt es als Ideal, im Gegensatz zur Langweiligkeit des kleinen Bürgers. Und staatsmännische Tugenden wie Charakterstärke, Weisheit und auch Leidenschaft werden dort eben allein auf den Führer des Staates projiziert. Das haben wir auch heute eher zerstreut auf gesichts- und charakterlose Politiker oder auf Parteifunktionäre und anonyme Bürokraten. Berührt mich sehr. Was die Kritik dann natürlich auch viel ungreifbarer macht.
Nach Hegel kommt natürlich Marx, der seinen Vorläufer vom Kopf auf die Beine stellen wollte. Der Marxismus ist für Popper die reinste und die am weitesten entwickelte und die gefährlichste Form des Historizismus. Was Karl Marx allerdings von seinen historischen Vorgängern ebenso unterscheidet wie von den Faschisten, sagt Popper, ist der humanitäre Impuls. Im Gegensatz zu Hegel sei es Marx ernsthaft darum gegangen, seine Theorie auf die drängenden sozialen Probleme seiner Zeit anzuwenden. Er wollte Methoden entwickeln, mit denen die Lage der leidenden und der ausgebeuteten Menschen verbessert werden konnte. Nun, ein wenig später hat Popper diese Meinung allerdings ein wenig relativiert und angemerkt, Marx sei offenbar weit weniger menschlich und freiheitsliebend gewesen, wie er sagt, als er angenommen habe. Popper hat damals das Buch von Leopold Schwarzschild gelesen, die Marx-Monographie Der rote Preuße, in der dargelegt wird, dass Marx an die Wirtschaftsgeschichte mit einer sehr vorgefassten, also antiwissenschaftlichen Überzeugung gegangen ist, nämlich, dass das Material ihm die exakten Beweise für seinen Glauben an die ohne Revolution unaufhebbaren Widersprüche der modernen Wirtschaft liefern werde. Also erst ist der Glaube da, dann sucht man sich das Material raus. Bei Schwarzschild heißt es: Marx hat, wenn er Ökonomik las, nie an etwas anderes als an eine Idee fix gedacht. Und in dieser Besessenheit hat er 2/3 der Dinge, die zu lernen sind, gar nicht angesehen. Und das letzte Drittel hat er verzerrt in sich aufgenommen. Also ist Marx nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch gescheitert. Noch verhängnisvoller aber ist, dass seine Lehre nach wie vor unzählige Leute beeinflusst, die guten Willens sind und die eigentlich eine offene Gesellschaft unterstützen möchten. Nun, scheitern ist vielleicht angesichts der Katastrophe des Kommunismus im 20. Jahrhundert noch ein zu harmloses Wort. Wenn eine Medizin dich nicht heilt, wie versprochen, ist sie vielleicht gescheitert. Aber wenn sie dir stattdessen Arme und Beine abfallen lässt und dich nach langem Schmerzenskampf schließlich tötet, dann ist sie eher desaströs, falsch und gefährlich. Aber wie man danach dann immer auch Sozialist sein kann, das muss ich jetzt ganz selbstkritisch zugeben, das verstehe ich nicht, weiß ich nicht, geht nicht in meinen Kopf rein. Popper schreibt, die Weltverbesserer aber sind die eigentlichen Feinde einer offenen Gesellschaft, weil sie eine Vision von einer besseren Welt haben, aber dafür über Leichen gehen und ihre Taten auch nicht selber verantworten wollen. Und hinterher sagen sie dann, man habe es doch nur gut gemeint. Ich liebe doch alle Menschen. Na, ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Also ein staatliches Schulsystem, Quotenregelungen, Mindestlöhne, Mietpreisbremsen, staatliche Infrastruktur, Umverteilung, staatliches Währungssystem mit Zentralbank und mit Leitzinsen. Alles Elemente staatlicher Planung und Herrschaft. Für Popper war es Marx' größter Fehler, den Ablauf der Geschichte deterministisch zu sehen. Auf Kapitalismus folge zwangsläufig die Revolution und auf diese der Kommunismus. Eine Sichtweise, die eben sehr von einem mechanistischen Weltbild, das dem der klassischen Physik von Newton und von Descartes geprägt ist, eine Kette von Kausalitäten. Auf A folgt B. Notwendig und determiniert. Das kann man voraussehen, wenn man erst einmal vergangene Kausalitäten erkannt hat. Der große Vorteil, man behauptet, seine eigene Weltsicht, also seine Vorlieben, als absolut notwendige, ewig gültige Gesetze, die man dann, ähnlich wie Platons Ideenschau, prophetisch erkannt habe. Das ist so, als fände ich die Monarchie gut, argumentiere aber nicht mit Vernunft und Logik und logischen Argumenten, sondern sage einfach, die Weltgeschichte habe gezeigt, dass sowieso alles auf die Monarchie hinauslaufe. Lang lebe der Kaiser. Kaiser? Der Kaiser? Günther Kaiser. Das macht natürlich die menschliche Freiheit zum einen zunichte. Der Mensch wird zum Rädchen in der Geschichte degradiert, der Geschichte der Klassenkämpfe nämlich, ganz im Sinne des von Popper kritisierten Historizismus. Was du bist du nicht als Einzelner, sondern nur als Teil einer Masse und von der erfährst du auch deinen Wert.
Und zum anderen demotiviert es doch ein wenig, wenn es sowieso so kommt, warum soll ich dann noch dafür auf die Straße gehen? Nun, allerdings besonders demotiviert wirken jetzt die marxistischen Ideologen und die Umstürzler und die Diktatoren aller Zeiten nicht gerade. Das hängt nicht zusammen, Digi. Aber wenn ich mich im Einklang mit den Gesetzen der Weltgeschichte wissen kann, dann kann ich da schon ein ganz besonderes Gefühl von Selbstgerechtigkeit haben. Und dann muss auch nichts so eintreten, wie man es heute gesagt hat. Es gab keine zunehmende Ausbeutung, sondern eben abnehmende im Kapitalismus. Die seit der Frühzeit des Kapitalismus sinkende Arbeitszeit sowie die verbesserten Arbeitsverhältnisse verdanken sich eben zum großen Teil der gestiegenen Produktivität im Kapitalismus. Capitalism, God's way of determining who is smart and who is poor. Geschichte hat für Popper keinen immanenten Sinn. Träger des Fortschritts und der Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse sind keine durch irgendein höheres Prinzip ermächtigten Kollektive, sondern ausschließlich selbstverantwortlich handelnde Subjekte, die jederzeit dem Irrtum ausgesetzt sind, wie wir Menschen nun mal sind. Der Marxismus ist nicht nur ein schlechter Führer in die Zukunft, sondern er macht es seinen Anhängern auch unmöglich zu sehen, was sich vor ihren eigenen Augen, in ihrer eigenen geschichtlichen Epoche und manchmal sogar mit ihrer eigenen Hilfe abspielt. Und so vehement Popper den sozialistischen Kollektivismus und jegliche egalitäre Utopie ablehnte, so sehr verabscheute er die Idee einer nationalen Gemeinschaft gemäß Fichtes geschlossenem Handelsstaat. Die Lehre von der ethnisch homogenen Nation war für ihn ein archaisches Hordendenken. Denn da die Mitglieder in einer Gesellschaft widersprechende Interessen und Wünsche verfolgen, kann es kein irgendwie geartetes, die Interessenvielfalt leugnendes Gemein- oder Gesamtinteresse des Volkes geben. Die These von einem a priori vorhandenen Volkswillen muss darum eben auch aus dem Demokratieverständnis verschwinden, sagt Popper, weil sie diktatorisch missbraucht werden kann. Wenn man sich das mal kursorisch ansieht in Parteiprogrammen, dann findet man den Begriff Volk mehrere Male, zum Beispiel im Bundestagsprogramm der AfD, wer hätte es gedacht, vor allem im Zusammenhang mit Volkssouveränität und Erhalt des deutschen Volkes als Aufgabe der Politik. Im Parteiprogramm der SPD findet sich das Wort Volk als solches nicht ein einziges Mal, bloß in Zusammensetzung, zum Beispiel in Volkswirtschaft oder Volkshochschule oder auch Volksverhetzung und auch Volksgruppen, aber das Wort Volk an sich nicht. Die Europäische Union wird von der AfD dahingehend kritisch gesehen, dass es kein europäisches Staatsvolk gäbe. Völker aber würden für ihre Angehörigen unverzichtbare Identifikationsmöglichkeiten darstellen, die nur in nationalen Staaten mit demokratischer Verfassung wirkungsvoll auch ausgestaltet werden. Und im AfD-Programm heißt es dann, nur hier kann Volkssouveränität gelebt werden, die Mutter und das Herzstück der Demokratie. Nun, das ist die Krux der Popperschen Konzeption der Gesellschaft. Wenn ich den Begriff Volk zugunsten der Pluralität ablehne, öffne ich der mächtigen supranationalen Struktur, zum Beispiel der EU, Tür und Tor, weil die ja eh nicht mehr zugeben muss, sich um die Identität eines einzelnen Volkes zu kümmern. Ob dann die Gefahr der Diktatur allerdings gebannt ist, ist eher zweifelhaft, denn wenn nicht das Volkswohl als kollektivistisches Ziel vorgegeben wird und für die Herrschaftsansprüche missbraucht wird, dann werden es eben große Unternehmen zum Beispiel sein, die korporatistisch in den leeren Raum hineinregieren. Was das holistische, kollektivistische, historizistische Weltbild, also alles ist vorherbestimmt, alles läuft nach Gesetzmäßigkeiten ab, wir können die Gesellschaft planen. Also was dieses Weltbild uns eintrichtern will, ist, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Tatsachen und Entscheidungen. Tatsachen an sich haben keinen Sinn. Das und das ist passiert, an dem und dem Tag hat Cäsar den Rubikon überquert und so weiter. Den Sinn erhalten die Tatsachen erst durch unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen wollen.
Die Geschichte für sich genommen ist sinnlos, einfach eine Abfolge von Tatsachen. Aber wir können ihr Sinn verleihen durch Entscheidungen. Und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, weil sie uns erst selbstbestimmtes Handeln erlaubt. Wenn der Historizismus aber diesen Unterschied zwischen Tatsachen und Entscheidungen negiert, wenn er ihn einebnet, dann steht dahinter vor allem die Angst, für die Konsequenzen unseres eigenen Handelns verantwortlich zu sein und eben dann ethische Maßstäbe selbst festlegen zu müssen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, das ist doch nicht links, das ist logisch, dann steht dahinter genau diese Abschaffung der Unterscheidung von Tatsachen und Entscheidungen. Eine Forderung wird ersetzt durch eine logische Folge oder Tatsache. Es ist so, daran gibt es nichts zu rütteln. Es ist eine notwendige Gesetzmäßigkeit, dass wir zum Beispiel Plastik und Individualverkehr in der Innenstadt verbieten müssen. Aber ein solches aus der Angst geborenes Verhalten, das unsere Verantwortung auf höhere Mächte abschiebt, also auf Gott oder das Gemeinwohl, auf die Wissenschaft, das ist eben gleichbedeutend mit dem Aberglauben der Stammesgesellschaft. Ich übernehme die volle Verantwortung. Na gut. Wenn Sie die Verantwortung übernehmen. Eine offene Gesellschaft nun geht davon aus, dass der Mensch keine andere Wahl hat, als sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wachsam zu sein, mit allen Konsequenzen. In der offenen Gesellschaft müssen wir, also jeder Einzelne, die Aufgabe, die wir für uns, also für jeden Einzelnen, für uns selbst erkannt haben, so gut es geht, erfüllen. Eine Richtung festlegen, ihr folgen, solange es geht, oder sie eben irgendwann verlassen. Fehler machen, Fehler zugeben, aus den Fehlern lernen. Das ist der wichtige Unterschied zur geschlossenen Gesellschaft. Erst wenn die Menschen bereit sind, ganz im Sinne des sokratischen Ich weiß, dass ich nicht weiß, erst wenn die Menschen bereit sind, der menschlichen Unvollkommenheit auch ins Auge zu sehen, der menschlichen Beschränktheit, der Beschränktheit des menschlichen Geistes, dann können sie überhaupt erst mit der Planung von Institutionen beginnen und dann zumindest graduelle Fortschritte bei der Abschaffung des Leids zum Beispiel oder bei der Abschaffung des Elends zu erzielen. Diese gradualistische Idee der Weltverbesserung durch Aufklärungsoptimismus und auch durch das Vertrauen in die kritische Vernunftfähigkeit des Menschen, die bildet den Kernpunkt der offenen Gesellschaft nach Karl Raimund Popper. Und es gibt niemanden, der abschreiten kann, dass es nicht so ist. Dazu gehört vor allem eine Tugend, der es oftmals Intellektuellen mangelt. Das ist diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich beachte mich selber als intellektuell. Die Tugend der intellektuellen Bescheidenheit nämlich, die nicht die Allmacht der Vernunft propagiert und damit dann eben zu einem fanatischen Vernunftglauben führt, einem Terror des Rationalismus. Wenn jemand sagt, die Wissenschaft hat das und das gezeigt, also müssen wir dann diese oder jene Maßnahme ergreifen, obwohl wir wissen, was man dagegen tun könnte, dann ist das ja wohl äußerst vermessen. Daher gibt es in der offenen Gesellschaft vor allem eine negative Freiheit, eine Abwesenheit von willkürlichem Zwang. Das wichtigste Merkmal einer offenen Gesellschaft aber ist dann etwas, was wir derzeit vielleicht zu verlieren drohen, vor allem an den Universitäten und auch in den Medien. Und zwar ist es eine institutionalisierte öffentliche Kritik. In einer Gesellschaft muss es notwendigerweise eine politisch oder weltanschauliche Pluralität geben. Gesellschaftliche Konflikte, politische Diskussionen, auch Entscheidungsfragen in der Politik sollten daher möglichst in der Öffentlichkeit durch transparente, kritisch-rationale Diskussionen auch ausgetragen werden. Und das bedeutet aber, dass jegliche Versuche, diese freie Meinungsäußerung einzuschränken, ob durch tatsächliche staatliche Zensur oder durch Diffamierung und Verächtlichmachung des Gegners, dass das alles dem Wert der pluralistischen Gesellschaft entgegensteht und ihm zuwiderläuft. Auch Identitätspolitik und auch die Stilisierung von Randgruppen als wehrlosen Opfern dient dieser Stilllegung von Dissens. Wenn andere wehrlos und schwach sind, dann ist auch dein kritisches Wort schon eine Aggression. Dann ist es Hass, dann führt es zu Intoleranz und zu Diskriminierung. Also muss es von vornherein beschränkt werden im Sinne einer offenen Gesellschaft. Apropos Intoleranz. Man kann ja das Wort von der offenen Gesellschaft auch so deuten.
nach allen Seiten hin offen. Ungeschützt, schwach, wehrlos. Ein Experimentierfeld für Sozialingenieure. Und dann hat man natürlich das Problem, wie sich so eine Gesellschaft dann verteidigen soll. Wie soll Offenheit hergestellt und beibehalten werden, wenn diejenigen, die für eine geschlossene Gesellschaft sind, nicht bekämpft werden können? Nicht bekämpft werden können, weil man sich ja auf Toleranz verschworen hat. Nun, Poppers Wort von der offenen Gesellschaft ist nicht so gemeint, dass sie für alles offen ist. Und es bezieht sich auch nicht im engeren Sinne auf offene Grenzen oder absolute grenzenlose Toleranz. Im Namen der Toleranz, sagt Popper, sollten wir das Recht beanspruchen, die Intoleranz nicht zu tolerieren. Aber das Problem der Laissez-faire-Haltung, also einer hyperliberalistischen Permissivität, die alle Meinungen zulässt und unterschiedslos erlaubt, ist natürlich gegeben in einer offenen Gesellschaft. Die Frage ist ja auch immer, wie man dann mit antiliberalen Ideologien umgehen soll in einer offenen Gesellschaft, die sich doch eigentlich weltanschauliche Neutralität auf die Fahnen geschrieben hat. Die andere, wahrscheinlich noch viel wichtigere und strittigere Frage ist aber, wie definiert man Intoleranz? Wo beginnt sie? Für viele ist zum Beispiel die AfD eine Partei, die Intoleranz befürwortet. Also muss man sie im Sinne einer offenen und toleranten Gesellschaft verbieten. Für andere ist aber der Islam eine Ideologie, die Intoleranz verbietet. Also muss man den verbieten. Warum gibt es nicht jetzt heute ein Gesetz, das sagt, ja, darfst du nicht mehr? Für diese ist das religiöse Kopftuch zum Beispiel ein Symbol der Intoleranz. Also muss man das verbieten. Ja, darfst du nicht mehr. Und für andere ist dann wieder zum Beispiel die Meinung, gegendertes Sprechen verhunze unsere deutsche Sprache, eine intolerante Hetze gegen Transmenschen. Ja, darfst du nicht mehr. Für manche ist auch Plastikhetze. Warum gibt es Plastiktüten und Plastikstrohhalme und Plastikwegwerfgeschirr? Warum gibt's das? Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen dient, sagt Settembrini in Thomas Manns Zauberwerk. Am einfachsten ist es dann natürlich, wenn der Staat die Definition von intoleranter Hate Speech Facebook überlässt. Sollen die sich doch darum kümmern, dann ist man fein raus. Nun, ein schwieriges Problem. Wie hat Popper das gesehen? Er schreibt: Damit möchte ich nicht sagen, dass wir zum Beispiel intolerante Philosophien auf jeden Fall gewaltsam unterdrücken sollten. Solange wir ihnen durch rationale Argumente beikommen können und solange wir sie durch die öffentliche Meinung in Schranken halten können, wäre ihre Unterdrückung sicher höchst unvernünftig. Aber wir sollten für uns das Recht in Anspruch nehmen, sie, wenn nötig, mit Gewalt zu unterdrücken. Denn es kann sich leicht herausstellen, dass ihre Vertreter nicht bereit sind, mit uns auf der Ebene rationaler Diskussion zusammenzutreffen und beginnen, das Argumentieren als solches zu verwerfen. Sie können ihren Anhängern verbieten, auf rationale Argumente, die sie ein Täuschungsmanöver nennen, zu hören, und sie werden ihnen vielleicht den Rat geben, Argumente mit Fäusten und Pistolen zu beantworten. Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die Unduldsamen nicht zu dulden. Wir sollten geltend machen, dass sich jede Bewegung, die die Intoleranz predigt, außerhalb des Gesetzes stellt. Und wir sollten eine Aufforderung zu Intoleranz und Verfolgung als ebenso verbrecherisch behandeln wie eine Aufforderung zum Mord, zum Raub oder zur Wiedereinführung des Sklavenhandels. Also, wenn der Gegner die rationale Diskussion per se verweigert und die Gewalt an ihrer Stelle propagiert, ist es gerechtfertigt, ihn zur Not mit Gewalt zu unterdrücken. Das wären die wahren Feinde der offenen Gesellschaft, also zum Beispiel die Antifa. Berühmt geworden ist das Dilemma in dem Diktum des Staatsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert.
Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots, zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf säkularisierter Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Die offene Gesellschaft ist eben auch offen für ihre Feinde, die nämlich diesen Raum nutzen, um an der Zerstörung der offenen Gesellschaft zu arbeiten. Gegenüber utopistischen Ideologien ist die offene Gesellschaft zudem aufgrund ihrer vermeintlichen Inhaltslehre im Nachteil. Sie kann schlecht dagegen argumentieren, sie gibt kein Narrativ vor. Der Historiker Joachim Fest etwa war der Meinung, dass die offene Gesellschaft nicht in der Lage sei, einen notwendigen Minimalkonsens in Bezug auf die Grundwerte herzustellen. Wenn kein Ziel für die Gesellschaft vorgegeben ist, dann gibt es eben auch nichts, worauf man sich einigen kann, worauf sich diese Gesellschaft einigen kann. Nicht einmal auf Offenheit und Freiheit. Ein Beispiel. Auf mein Video über Flaggen und die Bewertung der deutschen Flagge schrieb der User Franz: Wem unsere Flagge Schwarz-Rot-Gold nicht passt, hat in Deutschland nichts zu suchen. Gut, in etwas prekärem Deutsch, aber der Staat kann niemanden dafür bestrafen, der seine freiheitlichen Hoheitssymbole nicht anerkennt, weil er dann eben selber antifreiheitlich werden würde. Das Böckenförde-Theorem wird nun manchmal auch angeführt, um strengere staatliche Regelungen zu fördern und zu fordern. Zensur, Hassredegesetze, Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, Verfassungsschutzbeobachtung von Parteien und von Gruppierungen und so weiter. Ich denke aber, dass vor allem das Wort Wagnis in dem Zitat von Bedeutung ist. Es ist ein Wagnis, eine Herausforderung, ein Abenteuer. Der Staat kann die offene Gesellschaft nicht oder zumindest nicht alleine schützen, um nicht Gefahr zu laufen, seinerseits wiederum totalitär zu werden. Also müssen wir auf die Selbstschutzkräfte der Menschen vertrauen, auf eine liberale Mentalität zum Beispiel, auf Wachsamkeit der Bürger, auf ein bürgerliches Engagement. Böckenförde hat über sein Theorem später übrigens gesagt, dass sich das Ethos, der Gemeinsinn einer Gesellschaft, auf dem die freiheitliche Grundordnung aufbaut, aus der Kultur speist. Sie kann nicht vom Staat oktroyiert werden. Diese Kultur muss gelebt werden. Sie speist sich aus einer Art Einverständnis, einer stillschweigenden Übereinkunft, was Werte, Normen, Traditionen angeht. Das ist aber noch kein Grund, sich über sowas lustig zu machen, wenn Sie das nicht verstanden haben. Unter uns, auch ich habe da Schwierigkeiten. Da kann es übrigens ein wenig hilfreich sein, wenn eine gewisse kulturelle Homogenität herrscht. Dänen zum Beispiel antworten auf die Frage, ob man Menschen generell vertrauen kann, zu 70% mit Ja. Brasilianer hingegen nur zu 3%. Und dieses grundsätzliche gegenseitige Vertrauen, also dass man seine Haustür auch mal offen stehen lassen kann, dass man sein Auto nicht für 5 Sekunden aussteigen einfach abschließen muss oder dass man sein Handy wiederbekommt, wenn es geklaut wird oder wenn man es irgendwo vergessen hat, dieses Vertrauen ist das kulturelle Kapital, Herr Exzellenz, auf dem eine offene Gesellschaft aufbaut. Das heißt, man kann nicht einfach die Kultur scheiße finden, da einfach nicht mitmachen, uns trotzdem unseren Spaß lassen und trotzdem integriert sein. Man kann die Kultur hier auch scheiße finden, da einfach nicht mitmachen, euch trotzdem euren Spaß lassen und trotzdem integriert sein. Nein! Böckenförde hat als Bestandteile dieses freiheitlichen Ethos das Christentum, die Aufklärung und den Humanismus genannt, was wir heute vielleicht als jüdisch-christliches Erbe oder als westliche Werte bezeichnen würden. Und nicht die europäischen Werte. Arschlöcher. Interessant ist übrigens, dass Angela Merkel vielleicht genau das meinte, als sie auch in etwas prekärem Deutsch meinte. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, da würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Vielleicht meinen Sie, schreit nicht nach dem Staat, der euch vor totalitären Ideologien schützen soll, auf deren Boden dann Terror gedeiht, sondern seid selbst die Kultur, die ihr in der Welt sehen wollt.
Wenn wir mehr Blockflöte spielen, vertreiben wir die Rattenfänger der geschlossenen Gesellschaft durch die Kraft unserer freiheitlichen Blockflötenkultur. Dann wird sich eben auch kein Terrorist mehr in unsere Stadt wagen. Also egal, wo du herkommst, so, egal, wo du gerade bist, so, du hast dir die falsche Stadt ausgesucht, Bruder. So, sorry. Du hast dir die falsche Stadt ausgesucht, Bruder. Hier regiert Reich mit seiner Grundgesetzgang. Yo. Apropos Angela Merkel, wenn man von offener Gesellschaft redet, kann man im 21. Jahrhundert von George Soros natürlich nicht schweigen. Soros hat sich bisweilen als Verehrer von Karl Raimund Popper geoutet und wenn man seine Geschichte, seine persönlichen Erfahrungen mit totalitären Regimen in Betracht zieht, kann man das auch erstmal verstehen. Seine Open Society, sein Open Society Institute, unterstützt zahlreiche Initiativen, Projekte, NGOs, Thinktanks, sowie eben auch Massenproteste in totalitären Ländern. Und darunter sind dann auch Leute wie Harald Welzer zum Beispiel, die den Markt gerne noch mehr beschränken würden, weil sie eine zu große Marktmacht befürchten. Der Staat soll es richten und mit Regulationen die Freiheit der Menschen einschränken. Das nennt man dann offene Gesellschaft. Freiheit ist Sklaverei. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? In George Soros Buch Die Krise des globalen Kapitalismus finden sich dann auch Aussagen, die diese Sichtweise, wir brauchen einen starken Staat, der die Freiheit der Menschen einschränkt, unterstützen. Selbst wenn die Marktkräfte uneingeschränkte Geltung ausschließlich für den rein ökonomischen und finanziellen Bereich erhalten, produzieren sie Chaos und können letztlich sogar den Sturz des demokratischen kapitalistischen Weltsystems herbeiführen. Eine auf Tauschakten beruhende Gesellschaft, so glaube ich, untergräbt gemeinsame Werte und lockert moralische Hemmungen. Kollektive Werte bringen die Sorge um andere zum Ausdruck. Sie implizieren, dass der Einzelne einer Gemeinschaft angehört, sei es eine Familie, ein Stamm, eine Nation oder die Menschheit, deren Interessen vor den Eigeninteressen des Individuums rangieren. Der heutige Marktfundamentalismus ist eine wesentlich größere Bedrohung für die offene Gesellschaft als jede totalitäre Ideologie. Keine angenehme Stelle. Geschenkt. Darum geht's mir nicht. Also wenn er Philosoph wäre, würde Soros damit auch zu der Reihe der orakelnden Philosophen gehören, vor denen sein vermeintlicher Lehrer Popper gewarnt hat. Und daran sieht man vielleicht schon, wie offen für allerlei Deutungen der Begriff offene Gesellschaft ist. Wo er aber mit Popper übereinstimmt, George Soros, ist die Ablehnung des Nationalstaats. Der Nationalstaat ist in einer offenen Gesellschaft für Karl Raimund Popper lediglich ein momentanes Übel. Ein Übel, das langfristig überwunden werden kann. Er soll eine ausreichende Grundversorgung sichern, okay, vor allem aber eine egalitäre Gesellschaftsstruktur ohne die Herrschaft von Eliten ermöglichen. Danke für dein Mansplaining. Kannst du mir das bitte genauer erklären? Nein! Das Prinzip des Nationalstaats ist aber nicht nur unanwendbar, es wurde außerdem niemals klar durchdacht. Es ist ein Mythos, ein irrationaler, romantischer und utopischer Traum, ein Traum von Naturalismus und Stammeskollektivismus. Da gibt es natürlich mindestens zwei Grundrichtungen. Die Überwindung des Nationalstaats in Richtung von selbstverwalteten, souveränen Gemeinden, von Kommunen, von kleinen Dörfern, zu einer Welt von 1000 Lichtensteins. Bis hin zu privaten Städten oder einer Privatrechtsgesellschaft. Und auf der anderen Seite die Auflösung des Nationalstaats in Richtung supranationaler Organisationen wie zum Beispiel der EU, die Europäische Union, als die natürliche Verkörperung der offenen Gesellschaft. Also ja, eine offene Gesellschaft, die dann den Nationalstaat überwindet, die sich dank der Kopenhagener Kriterien auch immer weiter friedlich ausbreitet und zu einem Modell für eine globale offene Gesellschaft wird oder eben gleich die Weltregierung. Der Weg von George Soros. Bei Popper ist diese Richtung nicht deutlich, doch auch er empfindet eben den Nationalstaat als zeitlich befristetes Modell. Die beste Staatsform ist nach Popper nun die Demokratie. Und Popper definiert sie als eine Herrschaftsform, in der es möglich ist, die Herrschenden ohne Blutvergießen eben loszuwerden und auch auszutauschen gegen andere Herrschende. Der Vorzug der Demokratie ist, dass ihre Fehler korrigierbar sind, dass Fortschritt über Fehlschritte möglich ist. Dies, und nicht etwa die Behauptung, dass die Mehrheit recht habe, ist für Popper der größte Vorzug der Demokratie. Und es ist die Sozialdemokratie, die dann Popper vorschwebt, als dritter Weg zwischen Faschismus und Kommunismus. So hat sich Popper dann auch
gegen einen schrankenlosen Laissez-faire-Liberalismus oder eben gegen ungehemmten Neoliberalismus ausgesprochen. Die Aufgabe des Staates liegt für ihn darin, die Freiheit des Einzelnen und eben auch zugleich das Gemeinwohl durch eine begrenzte und auch immer wieder kritisch zu hinterfragende Intervention zu sichern. Wen kann ich wählen, damit das für mich alles geiler wird? Zugleich das Gemeinwohl. Als würde man sagen, die Ameise darf leben, wo und wie sie will, solange sie für den Erhalt des Ameisenhaufens arbeitet. Wirklich bin ich der Einzige, der das relativ vermessen sieht? Was Popper unter Sozialdemokratie versteht, ist ein Staat, der die Problemlösung der stückweisen Sozialtechnik beinhaltet. Der schrankenlose Kapitalismus ist einer neuen historischen Epoche gewichen, unserer eigenen Periode des politischen Interventionismus, des ökonomischen Eingreifens des Staates. Also nicht Freiheit um jeden Preis, Freiheit des Individuums, sondern Interventionismus, der aber den Charakter des Trial and Error beibehält. Also wenn man sieht, dass die Mietpreisbremse nicht funktioniert, dann muss man eben bereit sein, seine Hypothese als fehlerhaft einzugestehen und dann die Maßnahme als falsifiziert zu bewerten und ein anderes Experiment zu unternehmen. I have a joke for you. Okay. The government in this town is excellent and uses your tax dollars efficiently. Die Offenheit des Social Engineering ist es auch, die die offene Gesellschaft dann eben ausmacht. Es gibt nicht ein für immer alle selig machendes Rezept, sondern es ist, wie es in der Wissenschaft gefordert ist, ein Prozess des Problemlösens und des Fehlermachens und des Lernens. Das nächste Sozialgesetz muss dann eben im Lichte der Erfahrung überprüft und zur Not überarbeitet werden. Man sieht natürlich leicht, worin da die Gefahr liegt. Erstens ist es natürlich nicht so einfach zu klären, wann ein staatliches Programm wirklich gescheitert ist. Also zu viele Faktoren spielen damit rein. Zweitens werden die Regierenden und die Regierungen wohl den Teufel tun und das auch freimütig zugeben, wie ein neutraler Wissenschaftler, der sein Experiment für gescheitert sieht und dann eben eine neue Versuchsanordnung macht und eine neue Hypothese aufstellt. Die Regierenden werden immer auf der Überlegenheit ihres Rezepts beharren. I'm just happy to see a government program finally work. Und drittens werden Sozialexperimente nun mal auf dem Rücken der derzeit lebenden Menschen und bisweilen ihrer Nachkommen ausgetragen. Und eine fehlerhafte Maßnahme, die führt noch lange nicht dazu, dass man diese einfach wieder austauscht und zurücknimmt, weil auf diese Weise natürlich auch keine Wahlen gewonnen werden können. Ja, was passiert stattdessen? Es werden weitere Maßnahmen verwirklicht, die dann die unbeabsichtigten Folgen ausbügeln sollen. Und weitere Maßnahmen werden eingeführt, die dann zu krasseren Folgen führen und immer so weiter die Spirale des Interventionismus hinab auf dem Weg in die Knechtschaft. Ja klar, und von da an wird es ein bisschen radikaler. Die Bürger einer Demokratie können dann zwar die Politiker, die es verbockt haben, abwählen, aber an ihrer Stadt wählen sie dann eben die Politiker, die noch weitere und noch strengere Maßnahmen gegen die von der alten Politik verursachten Probleme vorschlagen. Im Jahr 1954 hat Popper das ein wenig zurückgenommen, als er dann schrieb, dass die Demokratie den Bürgern keinerlei Wohltaten erweisen kann und soll. Die Demokratie könne selbst gar nichts tun, sagt Popper. Handeln können nur die Bürger eines demokratischen Staates, aber auch die Regierung. Es bleibt aber dabei, dass nicht klar ist, inwiefern das Recht der Mehrheit für Popper das Recht der Individuen, Recht auf Freiheit, außer Kraft setzen kann, wenn die Mehrheit demokratisch bestimmt, diese oder jene Maßnahme im Licht der Erfahrung auszuprobieren. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind ja die westlichen Demokratien daran gegangen, Poppers Ratschlägen zum Social Engineering mit demokratischen Sozialreformen mehr und mehr zu folgen. That's always going on. What are you gonna, you can't do a whole lot about that. Und sie haben sie in ein großes Durcheinander gebracht dadurch. Intervention folgte auf Intervention, die Vorschriften wurden auf unvorhersehbare Weise ständig geändert. Popper befürwortet solche Revisionen im Licht der Erfahrung, aber in Wirklichkeit ist diese unabsehbare Weise, dass morgen nicht mehr gilt, was heute noch galt, das Chaos, das man oft der Anarchie unterstellt. Die Besteuerung ist seit den 50er Jahren zur Finanzierung von Sozialprogrammen drastisch gestiegen, ebenso wie die Inflation und
mit der daraus resultierenden Schwankung von Konjunkturzyklen. Die meisten modernen Staaten nehmen ja mehr oder weniger für sich in Anspruch, nicht nur das Leben und das Eigentum der Menschen zu schützen, sondern den Bürgern auch vorzuschreiben, wie sie richtig zu leben haben. Bleibt mir weg mit diesen saublöden guten Ratschlägen. Interessieren mich einen Scheiß. Interventionismus, ob teilweise oder nicht, hat seinen unvermeidlichen Weg eingeschlagen und zu genau den Folgen geführt, die zum Beispiel Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray Rothbard und andere immer wieder vorausgesagt haben. Wirtschaftliche Stagnation und eben politische Konflikte und die Einschränkung von Freiheit. Diese demokratischen Institutionen sind von denen bedroht worden, deren Interessen dann mit dem Staatsapparat verschränkt sind. Eine solche Demokratie in Verbindung mit dem Social Engineering, mit dem Interventionismus und mit andauernden Reformen ist von Natur aus instabil und auch ungerecht. Und in den instabilen Gesellschaften steigt gemeinhin die Attraktivität des Totalitären, des Angebots einer geschlossenen Gesellschaft. Der Interventionismus führt auch bei freier Kritik und bei Revision genau zu der geschlossenen Gesellschaft, die Popper so fürchtet. Nun, die offene Gesellschaft sollte eine sein, in der die Menschen ständig nach eigenem Ermessen und in eigenem Interesse handeln können und ihre Pläne ständig entsprechend den neuen Informationen, die sie für ihr Leben bekommen und die der Wandel nun mal mit sich bringt, überarbeiten können. Das führt aber nicht zur Sozialdemokratie, sondern eben zum Liberalismus. Wenn du eine offene Gesellschaft willst, dann solltest du nicht den Weg gehen, der sie nach und nach schließt und einschränkender macht. Weitaus wichtiger als das Prinzip der Mehrheit oder Demokratie ist daher auch nach Poppers eigenen Argumenten das Prinzip der individuellen Freiheit. Die Freiheit steht an erster Stelle und die Demokratie bestenfalls an zweiter Stelle. Die Demokratie ist nur eine Helferin der Freiheit. Sie ist nur insofern wichtig, als sie ein Diener und ein Mittel zum Ende, zum Zweck der Freiheit ist. Wenn wir also den logischen Implikationen der Popperschen Ansichten folgen, dann bewegen wir uns von der offenen Gesellschaft zu einer freien, oder wir sollten es zumindest. Kurz gesagt, die offene Gesellschaft ist nicht genug. Es muss zudem eine freie Gesellschaft sein. In der freien Gesellschaft ist es dann das weitaus grundlegendere Prinzip der individuellen Freiheit und der Nicht-Aggression, das Nicht-Aggressionsprinzip, das nicht antastbar ist, auch nicht durch das Recht der Mehrheit. Poppers Argumentation ist im Großen und Ganzen richtig, aber es sind eben Individuen, die Probleme zum Überleben lösen müssen, ihre eigenen Probleme, und nicht Gesellschaften. Und deshalb sind es auch Individuen, die frei sein müssen, frei zu denken und frei zu handeln, um eigene Werte zu verfolgen und falsche Pläne, ihre eigenen falschen Pläne, im Lichte der Erfahrung und mit Hilfe von kritischem Denken zu korrigieren. Zum Abschluss möchte ich aber noch ein ermutigendes Wort von Popper selbst anführen. Haben Sie den Mut, sich über Moden hinwegzusetzen, und werden Sie mit jedem Tag ein wenig verantwortungsbewusster. Das ist wohl der beste Beitrag, den Sie für die Freiheit leisten können. Das war's für heute auf KaiserTV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, und falls ihr euren Beitrag für die Freiheit leisten wollt, unterstützt KaiserTV. Also Links zu PayPal, zu Bitcoin oder Patreon sind in der Beschreibung. Ja, oder werdet Unterstützer auf Patreon und bekommt weitere zahlreiche exklusive Videos, Podcasts und Texte. Oder kauft meinen Roman, da hinten steht er irgendwo, Unter der Haut. Nur, Sie müssten sich bei manchen ein bisschen Mühe geben. So ist das nicht mit der Literatur. Ein bisschen Mühe geben muss man sich. Ach ja, apropos. Manche wünschen sich die Videos ohne diese elenden, nervtötenden Einspieler, weil sie finden... Das ist eine Schande. Das ist genau wie das Schreddern von Küken. Das ist nicht würdig. Und weil sie finden, dass sie das Ganze weniger flüssig machen. Flüssig wie... Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Und auch wenn ich denke, es wäre gut... Und nicht einfach eine Meinung rausposaunen, einfach wenn man meint, dass es gut ist, eine Meinung zu haben. Und außerdem... Ich kann diese Perspektive nicht einnehmen. Ganz einfach deswegen, weil ich Kartoffel bin. Und deswegen manchmal sagen möchte... Halt die Fresse, das ist kein... Nein. Nein. Und außerdem eine Erlaubnis habe... I have a permit. This just says I can do what I want.
Und ich denke mir, Bitch, please, interessiert sich niemand für dich. Das ist mein Kanal. Ich bin hier der Star. Gebe ich doch zu. Wenn ihr das sagt, dann muss das wohl stimmen. Und ja, manchmal übertreibe ich vielleicht ein wenig. Ja. Aber ist alles Humor, ja? Und deswegen habe ich mich gefragt, könnten wir das gleiche Video auch ohne Einspieler machen? Und wisst ihr was? Ja, verdammt nochmal, ja, könnten wir. Es ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Also als besonderes Angebot für meine Unterstützer gibt es das ganze Video auch clean und safe for work auf Patreon. Und natürlich gibt's das. Ey, seien wir doch mal ehrlich. Jeder von uns weiß das doch. Jeder von uns hat das doch gesehen. Ist ja auch kein Problem. Das hat man schnell geschnitten. Das ist für mich ungefähr so schwierig, wie wenn Muhammad Ali gegen Claudia Roth boxen müsste. Lasst uns zusammen brutal in die Fressen treten. Macht kaum zusätzliche Arbeit. Also für mich ist das hier alles Pillepalle. Mir macht das nichts aus. Also rüber zu Patreon, Link ist in der Beschreibung. Und mit nur einem Euro seid ihr dabei. Was super krass ist, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich kann euch nur dieses Angebot machen, das ihr nicht ablehnen könnt. Auf jeden Fall werde ich meine Unterstützer nicht dazu zwingen, mich zu unterstützen. Tja, ihr könnt euch ja mal melden. Tja, ihr könnt euch ja mal melden. Und kommentiert irgendeinen Quatsch. Ach ja, macht euch der Begriff offene Gesellschaft eher Angst? Sie ist schwach und wehrlos, unsicher und instabil und George Soros wird bald alle Macht an sich reißen. Oder ist es ein positiver Begriff, den wir gegen Totalitarismus und Autoritarismus hochhalten müssen? Schreibt's in die Kommentare. Ich lese sie dann in einer brennenden Sparkassenfiliale. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ist das la historia de un guerrillero muerto por la libertad? Leute, die so reden, sind das neue Gesindel.